Die Rede ist natürlich von niemand Geringerem als Arno Strobel, dessen neues Buch vor kurzem erschienen ist. Und worauf ich eben nicht richtig eingehen konnte bei Stefanie, sie hat erzählt, dass sie erst mit 40 zum Schreiben kam. Ganz ähnlich war es bei Arno Strobel auch. Und ich finde es ganz schön zu zeigen, wir hatten jetzt Leute, die im Alter von 10 Jahren angefangen haben und wir haben auf der anderen Seite Leute im Alter von 40 Jahren. Das heißt, es ist nie zu spät, falls einer von euch jetzt Lust hat zu schreiben. Denn er begann, wie gesagt, mit 40 mit dem Schreiben und ist aber direkt auf der Bestsellerliste gelandet. Also no pressure, wenn ihr jetzt anfangt. Mindestens das erwarte ich von euch auch. Er schreibt über Grenzerfahrungen und Thriller offensichtlich. Und das sind so seine Entdeckungsreisen zu den dunkelsten Ecken der Seele und der menschlichen Psyche sozusagen. Und auch dieses Buch ist wieder, wie man hier sehen kann, auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet. Ich habe es noch nicht gelesen, werde mir das aber vermutlich, wenn ich die Gestattung bekomme, klauen. Denn es geht um Sharing und so, um diese ganze Sharing-Ökonomie. Ich bin eigentlich sehr, sehr großer Fan davon und nutze Carsharing und alles. Und ich bin sehr gespannt, ob Arno mir das jetzt gleich kaputt macht. Hallo Arno, schön, dass du da bist. Hallo. Du hast einen wunderschönen Pyjama. Ich bin schön, dass ich dabei sein darf, um diese nachtschlafende Zeit. Ja, ja. Also bitte, was erwartest du um 20:40 Uhr? Also, dann liege ich natürlich im Pyjama im Bett. Und du liegst auch immer im Pyjama mit deinen eigenen Buchcovern im Bett? Ist das so ein Ding, das du machst, oder? Ach, das ist ja mein Buch, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, tatsächlich. Nein, natürlich. Das ist, ich identifiziere mich natürlich mit meinem Buch und das geht dann so weit, ne? Also ich bin jetzt in einem Hotel, wie man vielleicht sieht. Mhm. Deswegen, ich weiß nicht, wie gut die Qualität der Übertragung ist. Ich hoffe, es funktioniert einigermaßen mit dem WLAN hier. Wenn ich jetzt zu Hause wäre, könnte ich euch auch die Bettwäsche zeigen, die natürlich auch mit Buchcovern von mir geschmückt ist. Das ist vollkommen klar. Also ich lebe und schlafe in meinen Geschichten. Ja, und du hast bestimmt auch so wie früher diese Bravo-Ausschnitte, so ein lebensgroßes Bild im Schlafzimmer. Das erwarte ich jetzt eigentlich mindestens nach der Erzählung. Bestimmt. Ja, aber nicht von mir. Aber von wem das ist, verrate ich allerdings nicht. Okay, vielleicht kriegen wir das im Laufe des Abends noch raus, wer weiß. Aber danke auf jeden Fall, dass du dich aus dem Hotel hinzugeschaltet hast. Das heißt, du bist quasi so unser Außenreporter ein bisschen heute. Was ich noch sagen möchte, weil ich die Aktion ganz schön fand. Du hast nämlich zu diesem Buch, das erschienen ist, eine Aktion gestartet, bei der du Spenden für den Weißen Ring gesammelt hast. Ich habe mich ein bisschen informiert. Der Weiße Ring sammelt Spenden in erster Linie für Kriminalitätsopfer. Wie kam dir denn die Idee zu der Kampagne und warum war dir das so wichtig? Naja gut, ich musste da nicht lange suchen. Ich beschäftige mich in meinen Büchern ja permanent mit Opfern und mit Tätern. Mhm. Und ich lese auch viel, was in der Realität passiert. Und dabei ist mir, nicht nur mir, eines aufgefallen. Bei Gewaltverbrechen lenkt sich die gesamte Konzentration auf den Täter. Man sucht nach Möglichkeiten, die Strafe dahingehend gering zu halten, dass man Täterinnen und Täter möglichst schnell wieder resozialisieren und zurück in die Gesellschaft führen kann. Was ja auch grundsätzlich richtig ist. Wenn ich schaffe, eine Täterin oder einen Täter von Gewaltverbrechen zu resozialisieren, treibe ich ja quasi präventiven Opferschutz. Er oder sie wird anschließend wahrscheinlich keine Opfer mehr suchen. Aber was man dabei vollkommen vergisst in der Regel, sind tatsächlich die Opfer, die Leidtragenden. Man hört kurz von Opfern, aber danach ist nie mehr die Rede, sie werden quasi alleingelassen und das im wahrsten Sinne des Wortes. Opfer werden relativ schnell alleingelassen. Gerade Opfer von Gewaltverbrechen, die meist höchst traumatisiert sind, stehen anschließend mit ihrem Trauma da, dass sie ihnen unschuldig widerfahren ist, vollkommen alleine da, werden von unserer Gesellschaft alleingelassen. Und genau an diesem Punkt greift der Weiße Ring ein, lobenswerterweise, holt diese Opfer ab, besorgt Therapieplätze, macht Behördengänge und kümmert sich schlicht und ergreifend um diese Menschen. Und das ist etwas, was viele nicht wissen, dass das tatsächlich der Weiße Ring macht, der aus ehrenamtlichen Helfern besteht, der keine finanziellen Zuwendungen staatlicher Seite bekommt, sondern wirklich auf Spenden angewiesen ist. Und das bei einem so wichtigen Thema, bei dem unsere Gesellschaft schlichtweg versagt. Und das war es mir wert, diese ganze Aktion unter dieses Motto zu stellen und Spenden zu sammeln. Und es hat wunderbar funktioniert. Es sind 13.000 Euro zusammengekommen für den Weißen Ring. Aber es war für mich nur ein Anfang. Damit ist die Sache für mich nicht erledigt. Ich werde da dranbleiben und werde auch weiterhin für den Weißen Ring aktiv sein. Das ist richtig schön. Also danke auf jeden Fall für deine wichtige Arbeit. Und was du gerade meintest, man macht sich so wenig Gedanken darüber, aber es stimmt, man weiß ja auch häufig von Tätern die Namen, aber von den Opfern wiederum nicht. Ich musste gerade an die ganze NSU-Sache denken. Also ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Thema. Und wie hast du das bei Sharing gemacht? Konzentrierst du dich da eher auf die Täterseite oder bist du auch eher auf Seite der Opfer in dem Buch? Täter sind in meinem Thriller für mich Mittel zum Zweck. Natürlich, ich versuche mich natürlich so ein bisschen in die Gedankengänge zu versetzen. Aber
letztendlich dreht sich doch alles um die Opfer. Und bei Schering ist das ganz besonders so, weil gerade Markus, um den es geht, dessen Frau entführt und dessen Tochter entführt worden ist, wird ja kreuz und quer durch Frankfurt gejagt von diesem Täter, von diesem Entführer. Und man ist bei Markus und erlebt quasi mit, was Markus selbst erlebt. Und magst du uns gleich eine Stelle von Markus direkt vorlesen? Wo befindet er sich gerade? Was müssen wir wissen von ihm und seinem Leben, bevor wir die Stelle hören? Vorlesen werde ich keine Stelle von Markus. Ich habe mir das ganz kurzfristig anders überlegt. Ich weiß nicht, okay, überrasche euch jetzt damit. Super. Super. Das passiert schon mal so kurz vor Mitternacht. Ich kann ein bisschen was davon erzählen, aber als Lesestelle habe ich was ganz anderes mitgebracht. Oder beziehungsweise gar keine Lesestelle, sondern was ganz anderes. Was wirklich komplett anderes, weil ich mir gedacht habe, ihr habt im Laufe des Abends jetzt so viele Ausschnitte aus tollen Büchern gehört. Schering ist jetzt schon ein paar Wochen auf dem Markt. Man kann überall nachlesen, worum es da drin geht. Ich habe mir überlegt, so als letzten Act heute Abend mache ich was komplett anderes. Ich habe nämlich am vergangenen Wochenende, ich hatte gerade die Muße und habe ein kleines Gedicht geschrieben, so von einer Seite ungefähr. Das dauert so 4-5 Minuten, weil ich immer wieder gefragt werde, sag mal, wie kommst du auf die Ideen zu deinen Büchern? Wie bist du dazu gekommen, Thriller zu schreiben? Ich habe mir gedacht, diese Fragen fasse ich mal in einem kurzen, ja, augenzwinkernden Gedicht zusammen, um das einfach mal zu erklären. Und das habe ich mitgebracht zum Lesen. Das freut mich sogar noch mehr. Dann lies uns doch sehr, sehr gerne direkt das Gedicht vor und dann lernen wir so ein bisschen, warum du zu den Thrillern kamst. Ja, vor allen Dingen lernen wir dann auch, dass ich auch anders kann, als einfach nur immer ganz furchtbar düstere Sachen. Also ich muss vorwegschicken, ich bin ein großer Fan von Eugen Roth. Eugen Roth, der Lyriker. Diejenigen, die ihn kennen, wissen, dass die Gedichte von Eugen Roth immer beginnen mit den Worten "ein Mensch". Und so habe ich dieses kleine, in Reminiszenz an Eugen Roth, dieses kleine Gedicht auch genannt "ein Mensch". Und so beginnt es auch. Ein Mensch. Sein Name bleibt noch ungenannt, zumindest hier in dieser Zeile, war einst noch völlig unbekannt, das war vor einer ganzen Weile. Der Mensch lag oft des Nachts im Bett, er drehte sich mal hin, mal her und wünschte, dass er ein Mittel hätte, damit das Schlafen nicht so schwer. So stand er auf und kochte Tee, die Zeit sich sinnvoll zu vertreiben. Da kam ihm plötzlich die Idee, ein Psychothriller-Buch zu schreiben, mit Blut und irren Psychopathen, mit Kettensägen, scharf und laut, mit Beilen, Messern und Granaten und Text gemalt auf Menschenhaut. Oh je, wie sehr es ihn erregte, als er zu dem Computer ging und eine Buchdatei anlegte, bevor er mit dem Text anfing. Nun sitzt er da und ist bereit, den Kuss der Muse zu empfangen. Doch ungeküsst vergeht die Zeit und größer noch wird das Verlangen, ein erstes kleines Wort zu schreiben. Ein einziges wäre doch schon schön. Es kann doch jetzt nicht dabei bleiben, das leere Blatt nur anzusehen. Der Teufel konnte wohl nur wissen, wo diese blöde Muse blieb, um leidenschaftlich ihn zu küssen, damit er erste Worte schrieb. Es ist kein Schimpfen und kein Fluchen. Er verlässt das Haus, geht in die Nacht, um nach der Muse dort zu suchen, die dieses Ungemach gebracht für ihn, weil sie ihn nicht küssen wollte, Schreibers blasses Lippenpaar. In seiner Seele ein Donner grollt, der Düsteres in ihm gebar. So läuft er durch die kalte Nacht und sucht das Böse. So ein Musenweib, das keine Fantasie gebracht, noch nicht einmal zum Zeitvertreib. Dann plötzlich hat er sie entdeckt, durch eine dunkle Gasse gehen, noch größere Wut in ihm erweckt, dass sie so jung, so rein und schön. Da geht sie also vor ihm her, als könne sie kein Wasser trüben. Das Atmen fällt ihm plötzlich schwer, vor Wut, auch Hass kommt jetzt in Schüben. Jetzt ist er bei dem Musenweib, ihr Schrei halt durch die kalte Nacht, zu Boden sinkt ihr schlaffer Leib, er hat zur Leiche sie gemacht. Er dreht sich um und geht nach Haus. Verraucht ist Ärger, Hass und Wut. Im Haus zieht er die Schuhe aus, er setzt sich hin und fühlt sich gut. Dann schreibt die ersten Worte er von seinem ersten Psychothriller. Der Titel fällt ihm gar nicht schwer, er heißt der böse Musenkiller. Der Mensch, ihr wisst schon, wen ich meine, auch wenn ich ihn noch nicht genannt. Er schreibt heute Thriller, sehr gemeine. Hat damals eines klar erkannt, ist Thriller schreiben dein Genuss, doch das bleibt nur beim guten Willen, dann warte nicht auf den Musenkuss, du musst die Muse einfach killen. Ich weiß nicht, ob mein Mikro das mitmacht, aber hier hinten klatschen auch alle, sehr gut. Das war eine wunderschöne Überraschung und vor allem auch eine gute Message. Ich bin nämlich der gleichen Meinung, man sollte niemals auf Inspiration warten, weil dann kriegt man niemals ein Buch fertig. Also einfach schreiben und dranbleiben. Und das hast du damit ja eigentlich auch ganz gut zum Ausdruck gebracht. Aber hast du vor, das vorzutragen? Genau. Willst du das weitermachen mit den Gedichten?
Ach nein, ich weiß das gar nicht. Das sind so Sachen. Das kam mir jetzt einfach mal so in den Sinn und ich habe das dann mal gemacht. Es ist mir ganz flüssig von der Hand gegangen. Wer weiß, vielleicht schreibe ich hier dann doch auch noch mal das ein oder andere Gedicht. Aber mein Fokus bleibt natürlich hauptsächlich nach wie vor auf meinen Psychothrillern und hier und da vielleicht mal eine kleine Kurzgeschichte, aber mit den Gedichten, das war jetzt einfach mal just for fun. Okay, aber super gut, wirklich. Vielleicht kannst du ja auch einfach einen Killer schaffen, der anhand der Gedichte irgendwie irgendwelche Hinweise legt. Also ich glaube, ich würde nicht nur für mich sprechen, wenn ich sage, wir würden gerne mehr davon hören. Du bist ja auch gerade auf Lesetour, deshalb bist du ja, glaube ich, im Hotel. Hast du vor, das Gedicht nochmal vorzutragen dort? Ja, ich mache das hier und da. Also meine Veranstaltungen haben ja keinen festen Plan. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, ich habe 90 Minuten, ich mache in den ersten 5 Minuten das, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Sondern ich komme rein und begrüße mein Publikum und schaue mir mein Publikum erstmal an. Und dann schätze ich ab, was ich diesen Menschen, die da vor mir sitzen, zumuten kann und was nicht. Oder andersrum, inwieweit diese Menschen bereit sind, mitzuspielen bei verschiedenen Sachen, bei Dialogen zum Beispiel oder nicht. Und dementsprechend, wie ich das einschätze und wie dann die ersten Minuten verlaufen, gestalte ich mein Programm. Und dann kann es durchaus sein, dass ich zwischendurch mich dazu entschließe, einfach mal das Gedicht zu lesen. Und dann tue ich das. Das habe ich vor 3 Tagen, glaube ich, auch gemacht bei einer Lesung. Gestern und heute Abend zum Beispiel wiederum nicht. Also das ist immer ganz individuell. Dann fühle ich mich sehr geehrt, dass du die Muse hattest, das heute zu lesen. Und ja, ich wette, dem Chat hat es auch gefallen. Wie viele begeisterte Reaktionen kamen? Etliche? Ja, also tatsächlich, Arno, die Rufe nach einem Gedichtband sind schon sehr laut bei uns im Chat. Vielleicht doch nochmal überlegen, ob das nicht ein zweites Standbein werden könnte. Es kam sehr gut an. Ja. Und auch gut an kommt dein Pyjama. Ja, dein Schlafanzug, ja, Arno. Wo kriegen wir den her? Das geht gar nicht. Das ist also tatsächlich eine Spezialanfertigung. Mein Dank an dieser Stelle an den Fischer Verlag, der sich da wirklich mächtig ins Zeug gelegt hat und keine Kosten und Mühen gescheut hat, um dieses wunderschöne Teil für mich machen zu lassen. Und er ist auch sehr, sehr, sehr kuschelig und sehr weich. Ich schlafe einfach herrlich darin. Ja, er kleidet dich auch ganz fantastisch. Trägst du den denn jetzt auch, wenn du an deinem neuen Buch arbeiten wirst? Und kannst du schon was verraten vielleicht, wann das rauskommt, worum es geht? So ein bisschen ein paar heiße Informationen für uns? Also das neue Buch, daran arbeite ich nicht mehr, das ist schon lange fertig. Das ist ja der zweite Teil, der zweite Band vom Mörderfinder, Die Macht des Täters, und der kommt ja schon im März, also jetzt im kommenden Frühjahr. Also das ist, ich arbeite natürlich wieder an einem Buch, aber das ist dann schon der nächste Herbsttitel. Und nein, ich trage meinen Schlafanzug, meinen Pyjama nicht, weil ich relativ selten im Bett schreibe, sondern tatsächlich überwiegend entweder an meinem Schreibtisch oder an meinem Schreibtisch im Büro oder wie jetzt hier im Hotelzimmer, aber wie gesagt dann eher nicht im Pyjama. Und worum es geht, könnte ich euch verraten, aber ich tue es nicht. Ah, okay. Also da müssen wir uns tatsächlich leider noch ein bisschen gedulden. Ja. Aber du wirst deine Zukunft trotzdem weiter im Psychothriller eher sehen, hast du ja vorhin schon gesagt. Wie bist du denn auf das Genre gekommen? Ich sage nur 2 Worte, Stephen King. Ich habe im Alter von 13 meinen ersten Stephen King gelesen und war so fasziniert von diesen abgründigen Dingen, die er da manchmal beschrieben hat oder auch immer noch beschreibt. Als es dann soweit war, dass ich tatsächlich angefangen habe zu schreiben, dass für mich gar nichts anderes in Frage kam, als Thriller oder Psychothriller zu schreiben, weil ich auch neben Stephen King auch sonst sehr, sehr gerne dieses Genre lese. Und ja, jede Autorin, jeder Autor ist Summe ihrer oder seiner Bibliothek. Das heißt nichts anderes, als man schreibt das, was man selbst gerne liest. Und das sind bei mir definitiv Thriller und Psychothriller. Was unsere Zuschauerinnen auch interessiert, die sind sehr gut informiert, was du neben deinen Büchern sonst noch so machst. Zum Beispiel nehme ich den Podcast zusammen mit Andreas Winkelmann. Und da wird die Frage laut, wann es denn da weitergehen wird. Na gut, das hängt jetzt ein ganz kleines bisschen von Andreas ab. Also es ist ja so, die erste Staffel hatte ich gewonnen. Und ich habe als Strafe für Andreas, habe ich mir das ziemlich vieles ausgedacht. Ich habe Andreas in einem Sarg, eingeschlossen, in einem See versenkt. Und jetzt die zweite Staffel habe ich verloren. Und Andreas sinnt natürlich auf Rache. Und ich gehe davon aus, dass es, solange es sich hinzieht, hängt damit zusammen, dass alles, was ihm einfällt, ihn letztendlich dann doch wiederum nicht grausam genug ist, um es mir heimzuzahlen. Und so braucht er einfach einige Zeit. Also
ich lasse ihm die Zeit, ich dränge ihn da nicht, bis er seine Strafe für mich sich ausgedacht hat. Und danach geht es dann wieder weiter mit neuen Folgen. Wobei wir das Konzept ein bisschen ändern möchten. Wir haben also gesagt, wir haben jetzt 2 komplette Staffeln gemacht. Das war alles gut und schön. Aber bevor es langweilig wird, bevor es immer wieder das Gleiche ist, wollen wir ein bisschen was ändern. Und da sind wir noch am Tüfteln. Aber es wird irgendwann weitergehen, auf jeden Fall. Da haben wir also was zum drauf freuen. Vielen lieben Dank, Arno, erstmal von der Community und alle, die jetzt noch dran sind. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Auf jeden Fall. Ich muss noch mal nachfragen. Du hast gerade gesagt, du hast Andreas Winkelmann in einen Sarg gesperrt in einem See versenkt. Das habe ich richtig verstanden? Ja. Okay, ja. Alles klar. Und ihr geht aber. Spaß. Ist das Spaß? Also mir. Ja, dass es ihm weniger Spaß gemacht hat, davon gehe ich aus. Aber ich habe es auch richtig verstanden, dass ihr eigentlich nächstes Jahr noch eine Tour gemeinsam geplant habt, oder? Zusammen. Ja, ja, das haben wir auf jeden Fall. Das macht ihr trotzdem gemeinsam cool. Mit Romy, mit die heute Abend ja auch schon dabei. Ja, ja, also Romy ist ja dazwischen. Ne? Also sollte da das Thema irgendwie hochkochen und irgendwie eskalieren. Romy kann sehr deeskalierend wirken, meist mit Alkohol oder Ähnlichem. Okay, ja, sie wirkt auch sehr vernünftig. Vielleicht kann sie so ein bisschen Obacht auf euch beide geben. Oder vielleicht hat sie auch gemeinsam mit ihm schon die Rache geplant für die neue Folge. Wer weiß, was da noch auf dich zukommt. Aber die Vorfreude. Könnte auch sein, ja. Ja, vielleicht. Ja, die Vorfreude steht wahrscheinlich trotzdem auf die Tour. Kannst du uns da noch so abschließend kurz was verraten, was da nächstes Jahr ansteht? Nochmal, ich habe den ersten Teil akustisch jetzt nicht verstanden. Ob die Tour jetzt quasi, ob du uns da schon trotzdem ein bisschen was verraten kannst. Du meintest ja, zu deinem Herbsttitel verrätst du uns noch nichts, aber zu der Tour vielleicht? Zu der Tour mit Romy und Andreas meinst du gemeinsam, die Crime-Pack-Tour? Mhm. Ja, das wird also eine Sache, wir sind, glaube ich, in 14 Städten, wenn mich nicht alles täuscht, kreuz und quer durch Deutschland und auch dort haben wir gesagt, werden wir jetzt kein komplettes Konzept hinlegen nach dem Motto, das läuft alles immer gleich ab, sondern auch dort wollen wir das Ganze spontan machen. Wir sind zu dritt auf der Bühne, wir sind alle drei, denke ich mir, in der Lage, auch spontan zu reagieren auf Dinge und das haben wir auch vor. Es gibt ein paar kleine feste Elemente, wir werden natürlich alle drei ein bisschen lesen, das ist klar. Aber ansonsten lassen wir das einfach auf uns zukommen und schauen, was passiert. Aber ich bin da absolut sicher, das wird eine tolle Sache. Da bin ich mir nach dem Abend mit dir gerade auch sehr sicher. Vor allem bin ich mir auch ziemlich sicher, dass einige Zuschauer kommen werden und sich dieses Gedicht nochmal wünschen werden, was ich mir zumindest sehr hoffen würde. Vielleicht schaue ich auch mal vorbei. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, Arno. Auch danke für die Spontanität. Das war gerade sehr erfrischend und sehr wachmachend auch nochmal so zum Abend. Vielen Dank für dein Gedicht und dass du dich da uns so anvertraut hast. Ja, danke. Ich werde jetzt mein Pyjama streicheln und versuchen, dann langsam einzuschlafen. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei. Hab noch einen schönen Abend. Viel Spaß weiter auf deiner Lesetour und mit dem Pyjama natürlich. Vielen, vielen Dank und macht's alle gut. Bis bald, hoffentlich. Tschüss. Tschüss. Das war eine richtig tolle Überraschung. Ich bin sehr gehypt. Und falls ihr wirklich die Chance habt, zur Arno-Strobel zu gehen, tut das vielleicht und fordert einfach mehr Gedichte. Ich glaube, wir könnten ihn schon noch dazu bewegen, dass wir das hinkriegen, den ersten Gedichtband von Arno-Strobel. Bin mir ziemlich sicher. Auf jeden Fall auch abschließend noch einmal danke an alle 10 Autoren und Autorinnen, die heute mit uns gemeinsam den Abend verbracht haben. Es waren wahnsinnig tolle Lesungen, es waren super viel überraschende, inspirierende Geschichten dabei. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke an euch alle, dass ihr so aktiv teilgenommen habt bis jetzt. Wir haben nach Mitternacht, ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal so eine lange Lesenacht gemacht habe und ob das bedeutet, dass ich alt werde. Auf jeden Fall haben wir nach Mitternacht und ich fühle mich nicht müde. Das ist sehr selten eigentlich. Normalerweise wäre schon meine Schlafenszeit. Also auf jeden Fall Dankeschön an euch. Wenn es euch Spaß gemacht hat, wovon ich hoffentlich ausgehe, morgen um 9.30 Uhr geht es schon weiter. Das heißt, wir können jetzt alle ein paar Stunden schlafen gehen und morgen haben wir noch ein paar richtig tolle Acts dabei. Die habe ich ja heute Abend schon mal angekündigt. Wir haben zum Beispiel Markus Heitz da, wir haben Sebastian Fitzek da, wir haben Iltiko von Kürti da und wir haben einige Workshops. Wir haben ja ganz vorhin das erzählt, dass wir diesen Talk-Bereich haben, den hier. Wir haben einen Du-Bereich, bei dem ihr an Workshops teilnehmen könnt und wir haben einige Podcasts. Es bleibt also spannend und es wird auch einen Workshop zum Thema Tolino-Höhlen nähen geben und wir haben einige Gewinnspiele. Also wir haben wieder ein bunt gemixtes Programm und ja, genau. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Auf was freust du dich denn morgen ganz besonders? Oh, ich freue mich sehr auf Ildiko von Kürti. Mhm. Sie hat nämlich Überraschungen im Gepäck. Aber auch bei Markus Heitz wird es uns nicht nur hier auf der Couch halten, glaube ich.
Jetzt würde ich sagen, tanken wir wieder Kraft, oder? Damit wir morgen wieder fit sind für den Tag. Genau, vor allem für Markus Heitz. Ich spoilere noch nicht, was es gibt, aber es lohnt sich einzuschalten. Ich glaube, es wird eines meiner persönlichen Highlights, weil wir etwas machen, was ich noch nie gemacht habe. Ich glaube, so kann ich anteasern. Dann abschließend eine gute Nacht an euch. Wir werden jetzt auch noch ein paar Stunden schlafen gehen. Morgen werden wir diejenigen mit viel Kaffee sein. Ich bedanke mich, dass ihr so ein tolles Publikum wart und bis morgen früh. Tschüss!